Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zur Folge. Wir haben gerade festgestellt, Folge 63 schon in Stardew Valley. Im Multiplayer zusammen mit Devar Drug. Hi. Und aus irgendwelchen Gründen erkennt er gerade meinen Steam-Controller nicht. Erkennt er. Warum nicht? Gut getestet, würde ich mal sagen. Gut getestet. Für den Arsch, warum erkennt er den denn nicht? Mein Switch-Controller wollte ich nutzen. Dann, das ist ja doof. Hast du ihn per Kabel angeschlossen? Nee, habe ich nicht. Er erkennt ihn, aber er hat ihn auf Windows, weil ich das Spiel nicht aus dem Steam rausgestartet habe. Dann werde ich jetzt diese Folge mal mit Maus und Tastatur spielen müssen. Beziehungsweise, ich werde ganz schnell... Ich werde jetzt aber erstmal eine Runde mit Maus und Tastatur spielen. Das geht schon. Hoffe ich. Das. Ich habe noch nie mit Maus und Tastatur gespielt, dieses Spiel. Was? Noch gar nicht? Noch gar nicht. Ich habe das von Anfang an mit Controller gespielt, weil ich ein alter Fan von Harvest Moon bin und das ja auch alles immer schön mit Tastatur gespielt wird. So, heute ist Montag. Und wir haben wieder mal eine Iridiummilch. Wenn ich da jetzt draufklicke, und dann. Wie komme ich denn da aus? Mit E komme ich da raus, okay. Wir haben doch einen Huhn, oder? Ja. Hat das Huhn kein Ei gelegt? Ich glaube, unser Huhn ist krank. Hast du es vielleicht nicht richtig gestreichelt? Doch, Hühner müssten normalerweise jeden Tag ein Ei legen. Wenn sie gestreichelt werden. Auch wenn sie gestreichelt werden. Ja, wenn du einen Tag vergisst, dann kann es mal sein, dass es grumpy ist und dann kein... Könntest du 1000 verkaufen und dafür ein Kaninchen kaufen. Für 8000 dann oder wie? Ja, für 8000. Wie viele Hühner haben wir? Eins. Ja. Du kannst auch bis morgen warten und wir gucken, ob wir 1000 zusammenbekommen. Wir haben leider kein kleines Ei verschickt, glaube ich. Noch nicht? Nee, haben wir nicht. Nur große Eier. Und Mayonnaise. Nur ein kleines Ei in ich meine, Kiste. Ich meine, das Verschicken... Wir nehmen ein Ei in der Kiste. Das Verschicken ist sowieso so eine Sache, weil das zählt sowieso nur für jeden von uns einzeln. Ach so, okay, gut. Ja, das ist... Das Sprite-Ding, Leute, hat gerade ein bisschen gelaggt. Ihr habt es gesehen. Aber ich kann auch seitwärts hacken. Ich muss nicht auf den Stamm hacken, damit er kaputt geht. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Wenn ich unten stehe und den oberen Teil anhacke, dann guckt er einfach nicht darüber. Kann man mal machen. Guckt, funktioniert das andersrum auch? Ja. So, ich mach mal uns... erstmal mach ich mal meinen Haus. Langsamer, die gerade richtig abgeht. So. Die DPI ist hochgestellt. Ja, ja. Was ich nicht verstehen kann, weil ich habe meinen DPI, glaube ich, auf 4000. Ja, wenn es zu hoch ist, dann habe ich mir das Gefühl, dass die Maus so schwimmt. Ja, okay. Und das ist halt echt eklig. Übrigens, kommt das schon ungefähr hin, ne? Wir hatten vier Tage, jeweils vier Seasons, 28 Tage. Leute, hört ihr die Musik? Warum hört die Musik schon wieder auf? Ich hab also, keine Ahnung. Entweder die Musik streitet sich gerade noch so ein bisschen mit der Stardew Valley Musik oder. Das war so ein kurzer Clip, oder ich bin in ein neues Gebiet für die Musik gegangen. Ich habe ein Earthbound Music Pack installiert. Cool. Earthbound ist toll. Ja, Earthbound ist ein super cooles Spiel. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist auch
Und nein, das ist keine Werbung, weil ich bezahlt keiner dafür, aber Earthbound ist auf der SNES Mini zu haben. Und wenn man Earthbound nicht gespielt hat, finde ich, ist es ein sehr lohnenswertes Spiel. Was ich allerdings nicht weiß, ist, ob Earthbound auf der SNES Mini nur auf Englisch verfügbar ist oder auch auf Deutsch. Kann ich die Leute auch nicht sagen. Das muss ich dann demnächst mal testen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Stardew Valley Multiplayer demnächst auch ohne Beta verfügbar sein wird. Das stimmt, Leute. Alle Leute, die sich sagen, oh, naja, eine Beta, das ist immer sehr buggy oder so, das will ich nicht. In knapp einer Woche, also ihr seht das ja am Dienstag, und morgen in einer Woche, am 1. August, wird offiziell die Beta keine Beta mehr sein. Multiplayer wird offiziell released und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. Ich würde sagen, Oktober, November rum, würde ich behaupten, wenn Stardew Valley für die nächste Plattform kommt, und das wird die Switch sein. Und erst danach werden Releases kommen für die PlayStation und für die Xbox. Was ich ziemlich cool finde, weil die Switch ist so eine geile Konsole, um Stardew Valley zusammenzuspielen. Ja, aber sowas von... Ich meine, das ist das, was man sich bei Harvest Moon damals eigentlich gewünscht hat, dass man zusammenspielen kann. Obwohl, wenn ich überlege, wie viel Zeit ich in Harvest Moon alleine gesteckt habe, obwohl es keinen Multiplayer gab. Ich habe nichts in Harvest Moon gesteckt. Ich meine, das sagt ja meine Stardew Valley Zeit auch an, also von daher... Hier habe ich auch viel Zeit rein investiert. Wir bräuchten noch mal Pferdchen. Ja, wir müssen mal Pferdchen besorgen. Oder haben wir gerade momentan nicht genug Geld? Das stimmt. So. So, Suki ist heute leider nicht da. Beziehungsweise nicht. Sie ist da, aber sie spielt heute nicht mit. Ja, sie sitzt hinter mir und spielt das geilste Spiel, was Nintendo jetzt rausgebracht hat. Das hat Nintendo rausgebracht, sondern Square Enix. Naja, nee, Square Enix ist Entwickler und Nintendo ist Publisher, oder? Wie auch immer, Octopath Traveler ist super. Hast du nicht erst gesagt, sie spielt Splatoon? Ja, sie hat es gewechselt. Ah. Damit sie uns verstört, indem sie viel irre verflucht. Ja. Ich würde natürlich nie fluchen. Aber Octopath Traveler gehört definitiv zu den Spielen, die ich mir dieses Jahr noch zulegen möchte. Weil es, ich habe halt die Demo gespielt und das ist super awesome. Allerdings glaube ich, dass es so ein Spiel ist, was echt Zeit fressen wird. Ja. Das, vor allem Zeit am Stück. Das ist so ein Spiel, das meine ich. Das ist auch so ein Spiel, wenn ich jetzt meine Capture Card hätte, das ich glaube ich im Livestream spielen würde. Weil da kann man stundenlang spielen einfach. Ja, das stimmt. Aber mal schauen. So, ich bin heute ein bisschen hier am Rumlaufen, am wilden Rumsuchen. Ich habe heute kein genaues Ziel für den heutigen Tag, weil wir müssen nichts gießen, wir müssen nichts auf der Farm machen und so weiter. Und deswegen dachte ich, um wieder reinzukommen, weil das eine neue Aufnahmesession ist, sozusagen zur Info für euch. Hast du heute die, den unseren Steinbereich weggemacht? Die Quarry? Ja. Bin ich gerade zurück, habe ich gerade zerlegt. Ah, deswegen, da ist nämlich gar nichts los. Ja, war ich heute schon da, habe ich schon geräumt. Genau, wir haben das also gestern aufgenommen, Leute, und deswegen gucke ich mal so ein bisschen rum, weil die anderen waren ja schon ein bisschen eher aufgenommen. Ja, du, ich habe übrigens ein paar Artischen Roots, Artisan-Güter, in die Artisan-Güterkiste genommen. Okay. Kannst du gern verkaufen, weil du dir ein bisschen mehr Geld kriegst dafür. Ja. Das müsste Onet sein, wenn mich alles täuscht. Wer ist Onet? Das der Sound, den ich gerade habe. Achso, der Sound, den ich gerade höre. Guck mal, was die Mine hat. Ich gehe mal einfach auf die Ebene. Frag mich jetzt nicht, welcher Sound das ist. Das müsste auch aus der einen. Ich hatte zuerst die Höhle in der Wüste in Verdacht, aber das ist sie nicht.
habe keine Ahnung, was das für ein Sound ist, weil ich ihn einfach nicht höre. Ja, und weil du... Doch, na klar, du hast Dings gespielt. Was habe ich gespielt? Hier... Earthbound. Nein. Nicht? Nein. Hast du es gesehen bei anderen? Ich habe bei dir ab und zu mal zugeguckt, aber teilweise. Ja, stimmt, ich habe das ja damals noch auf der... Auf der Wii U replayed. So, ich mache mich zurück Richtung Heimat. Ich hatte auch überlegt, ob ich es mir für ich auch, ob ich es auf dem 3DS mir lade. Und dann? Und dann nochmal spiele. Ich sehe dich. Das ist schön. Und das muss man auch lassen. Also, es hat einfach für die damalige Zeit, wenn man überlegt, dass es einfach ja nicht viel grafisch zu bieten hatte, dieses Spiel. Und auch soundtechnisch von der Speichermöglichkeit her hat es eine echt geile Grafik und einen echt geilen Soundtrack. Ja, das kann man so sagen. Ein bisschen Licht anmachen, ich sehe. Oh Gott, jetzt ist es. Ich verkaufe das, ich verkaufe das, ich verkaufe das und das. Hast du gesehen in der Kiste? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Die weiße Kiste neben der Angelkiste, da habe ich Zeug reingemacht, weil da waren Artischen-Goods drin. Und dann dachte ich mir so. Ah, Met und Käse, ja. Ja, und Klopf. Ja, da hebe ich einen mal auf, falls mal irgendjemanden will. Wir haben noch 4 Klopf in der Angelmüllkiste unten. Also. Ja, zu spät. Jetzt habe ich keine Lust mehr, noch mehr zu verkaufen. Okay, dann verkaufe ich es nicht. Wir haben die 2 Klopf durch unser Kaninchen gekriegt. Also. Da kommt noch ein bisschen mehr zusammen. Ach, wir haben jetzt ein Spinnrad. Ich dachte gerade, warum ist das? Ich habe 2 Spinnräder gebaut. Okay. Auch wenn wir nur ein Kaninchen haben, aber wir werden bestimmt mehr kriegen. Also wir werden ziemlich sicher mehr kriegen, weil ich mehr kaufen werde. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall nach dieser Folge um meinen anderen Controller kümmern, den hat Lisa noch zum Spielen. Ich hatte ihr das nicht gesagt, weil ich eigentlich dachte, dass der Switch-Controller funktioniert. Vielleicht lasse ich auch ganz kurz den Switch-Controller anpassen. Also, ich bringe ihn zum Laufen. Kriegen wir hin. Aber einen Tag kriege ich noch hin. Auch Mausentastatur ist auch nicht so schlecht. Echt? Ich finde es voll anstrengend. Ich finde es super. Man kann vor allem schneller das Inventar umsortieren. Das stimmt, das mache ich auch meistens mit der Maus. Aber so dauerhaft finde ich das voll anstrengend. So, wir haben 2600 gemacht. Na, das ist doch richtig gut. Was haben wir denn so verkauft? Ne, der Stoff bringt ganz schön viel. 700 fast. Stoff bringt 300 Paar zerquetschte pro. 300 Paar zerquetschte? Das kann nicht sein. Der bringt eher 600 ein Paar zerquetschte. Das ist ja natürlich schon gut. Der ist auf jeden Fall ziemlich viel wert. 685. Ne, 58. Das ist auf jeden Fall. Ich hab mal geschaut, wenn du Wolle verkaufst, lohnt es sich nur die Iridium-Wolle zu verkaufen. Die restliche Wolle alles immer zu Stoff machen. Das stimmt. Allerdings lohnt es sich, wenn du Artisan hast, glaube ich, nicht mal mehr bei der Iridium. Doch. Auch dann. Auch dann, soweit ich es gesehen habe, auch dann. Aber weil Wolle bekommt ja keinen Artisanen-Bonus. Nee, Wolle nicht. Aber eben. Heute ist sehr gutes Glück. Das heißt, ich werde heute in die Sky Cavern fahren. Mach das. Ich mach die mal hier so schwarz, ne? Die Kiste, ja. Mach das. Ich habe mir den Sky Cavern Elevator Mod geholt. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich ein bisschen weiter runterkomme. Ich überlege, was ich jetzt hier anpflanze. Oh mein Gott, Fox ist so ein Cheater. Ja, das ist der. One day. Ich kann auch Kartoffeln nochmal anpflanzen. Kartoffeln bringen mehr als Parsnips. So, ich nehme noch einen würzigen Aal mit, weil würziger Aal. Aale fangen übrigens lohnt sich richtig. Würziger Aal bringt halt einfach mal nochmal ein Glück mehr. Was ist das für Musik? Ist das? Das hat sich sowas von gelohnt, diese Musik zu holen. Da wäre ich ganz melodramatisch.
Also können wir noch um Tiere kümmern. Oder sowas in der Art. Du fühlst dich glücklich. Ja, das stimmt. Mit der Musik glücklich. Mit der Musik zusammen. Na, mein UI-Info-Mod steht oben. Du fühlst dich glücklich. Achso, mir steht, naja. Bei dir steht, naja. Ja, hier lucky but not too lucky. Ah, ja, ja. Du hast noch nicht die Note gefunden dafür. Nope. Und für Tiere streicheln kriegt man leider keine Secret Notes. Das stimmt. Aber dafür kriegt man Entenfedern. Das ist auch was wert. Und ich bin fast mit Sammeln auf 10, das freut mich so richtig. Dann lohnt sich richtig, die Pilzebenen in der Mine zu finden. Ja, lohnt sich ziemlich alle. Dann lohnt sich auch mit, wenn du fast 10 bist, lohnt sich fast sogar mit Schweinen anzufangen, aber dafür brauchen wir mehr Geld. Wir müssen mal eine Ernte quasi dafür aufwenden, irgendwie 2-3 Schweine zu kaufen. Naja, wenn du ein Schwein kaufst, und dann Trüffel hast, brauchst du, wenn du mit Glück hast, erst hast du eine Doppelernte oder so, brauchst du ungefähr eine Woche, um ein zweites Schwein kaufen zu können. Ohne Auswachsen. Ohne Auswachs. Achso, naja, ja, plus Auswachszeit. Aber du kannst ja, wenn das erste ausgewachsen ist, kannst du ja dann dir alle 5 bis 10 Tage ein neues kaufen und das geht ja dann halt schneller, je nachdem, wenn das zweite dann ausgewachsen ist. Was haben wir hier? I'm looking for someone to bring me 35 Copper Ores. Clint möchte, Gucken wir mal, ob wir so viel haben, kannst du ihm das bringen. Ich akzeptiere die erstmal. Die sind ja nicht böse, wenn ich nicht nach Hause. Nee. Das wäre auch noch so eine Sache, was sie tatsächlich implementieren könnten. Ich weiß immer nicht, was ist jetzt Rechtsklick und was ist Linksklick-Aktion. Zum Beispiel Sachen aufmachen, ist nochmal ein Rechtsklick, okay. Sachen reinlegen, ja. Linksklick. Was zur Hölle? Ja, jetzt ein Ticket für die Caligo-Wüste kaufen, ja. So, jetzt gucken wir mal, welche Musik spielt denn in der Wüste? Wüstenmusik, würde ich mal spontan sagen. Die normale Calico-Wüstenmusik, das ist ja langweilig. Da ich mehr erwartet. Ich wollte Dinge tun. Achso, Kupfererz. So, ihr seht mal, Leute, ich habe jetzt hier einen Elevator und ich kann tatsächlich bis zur Ebene 15 schon runter. Dann ist wahrscheinlich 15. Du konntest doch letztens auch bis 15 runter, ne? Ja. Dann ist wahrscheinlich 15 das Level, was wir maximal erreicht hatten schon. Und erzählt das doch für alle. Aber ich war eindeutig weiter, der Tiefer. Vielleicht war ich nur bis Ebene 15, das kann sein. So. Ich habe mal eben 39 Kupfererz aus unserer Kiste genommen und dann in die Kiste reingepackt, damit Clint zufrieden ist. Du wolltest ja nicht 45 haben? Naja, irgendwie so. Ich habe genug genommen. Ich soll jetzt mit Clint reden. Ja, das ist witzig. Du musst ihn nicht mal im Inventar haben. Aber er kann sie sich angucken. Das ist voll realistisch. Ja, Clint, ne? Ich fühle mich nicht sicher genug, wenn ich mit der Maus kämpfen soll. Oh, diese Serpents. Kommt jetzt her oder nicht? Ich wollte nicht in die Schatzform, danke. Ja, das ist. Ich weiß nicht, welche Taste das ist. Ich hätte mir vielleicht Bomben mitnehmen sollen, das wäre vielleicht schlau gewesen. Eventuell, ja. So. Einmal bitte eine Treppe, Dankeschön.
bitte eine Treppe, eine Leiter oder wie auch immer. Ist auch lustig, ne? Du hast immer die ganze Zeit Leitern, die du findest. Aber das Item, was du jetzt selber bauen kannst, ist eine Treppe. Ja. Hast du mal Leiter aus Stein gebaut? Nö. Na, siehst du. Ich habe auch noch nie eine Leiter gebaut oder eine Treppe, habe sie einfach auf den Boden draufgesetzt und dann auf einmal ging es nach unten. Dann hast du wirklich was verpasst. Warum wundert mich das nicht, dass du sowas schon gemacht hast? WRT wahrscheinlich, oder? Ja. Das klingt wie eine Geschichte aus dem WRT-Unterricht. Neues aus dem WRT-Unterricht. Oder Paulanergarten? So. Erstmal die ganzen Erfahrungspunkte-Steine kaputt kloppen. Ja, in der Quarry bringt ja jeder Stein einen Erfahrungspunkt, glaube ich, erstmal. Alles außerhalb der Mine. Also auch wenn du irgendwo unten im Wald. Im Wald gibt Steine? Naja, das Cindersap Forest, das ist das Stückchen unter unserem. Unter unserer Farm. Das zählt als Wald. So, einmal Kuchen essen. Oh, Iridiumerz. Kuchen nehme ich mit. Zwei Iridiumerz hier jetzt. Warum findest du eigentlich Iridiumerz und ich nicht? Weiß ich nicht. Ich bin in der verdammten Höhle hier, wo es Iridiumerz geben sollte. Und du findest welches. So, da gehe ich jetzt aber gleich runter. Ich nehme jeden verdammten Weg noch eine Ebene, dann bin ich auf 20. Und dann sollte ich eine bessere Dings haben schon. So. Ich nehme eure normalen Mine möglichst viele Steine mit noch, ne? Ja. Ich meine, die brauchst du ja dann auch später auch in der Skullcavern. Ja, ich kann sie auf jeden Fall gebrauchen, das stimmt. Ein Diamant. Hineinspringen. Du bist 6 Ebenen hinuntergefallen. Yes. Journal-Update? Was? Warum? Ah, weil wir 25 gekommen sind wahrscheinlich. Ich hab die Quest noch nicht mal bei mir. Oder ich müsste die Quest eigentlich haben. Wie komme ich noch auf das Journal? Mit J? F. Nee, mit F, das Hofbuch. Oh. I hit something behind the community center, okay? Achso, das war was anderes. Hieß es nicht, ich soll bis Ebene 25 kommen, dann kriege ich was von Key? Hier ist er nicht. Dann kriegst du Geld normalerweise, aber erst am nächsten Tag. Ach so. Das kommt per Post. Ich habe nicht gecheatet, ja. Also, naja. Nicht aktiv. Ne Monsterebene, natürlich. Ich hätte so gern den Slime Charmer Ring. Ja. In der Höhle lohnt es das wirklich. Ja, vor allen Dingen auf einer Monster. Kannst du auch den Slime Charmer Ring gut farmen, weil du halt viele kleine Slimes kriegst. Vor allen Dingen mit den ganzen Iridium-Schleimsten hier. In der Community-Seite ist nichts. Natürlich kommt hier noch eine Serpent an. So. Ich finde nichts in der Community Center. Das ist super schwer zu finden. Ich habe das auch ewig gesucht. In dem Spielstand habe ich es ja noch gar nicht gefunden. Ich habe es in meinem Privaten dann gefunden, nachdem ich ewig rumgelaufen bin und so weiter. Das ist übelst schwer. Geh mal bitte. Iss mal noch eine Torte. Iss mal ein Snickers. Ja, wenn du hungrig wirst.
wirst du zur Diva. Da gibt's doch bestimmt. Du sagst mir also nicht, wo es ist. Ich weiß es nicht genau. Es ist hinterm Community Center, aber ich weiß nicht mehr den genauen Block. Wie gesagt, im privaten Spiel schon habe ich es gefunden, aber hier auch noch nicht. Okay. Lass das erstmal offen. Das ist ja das, was mich auch nervt. Ich finde diese eine Stelle nicht immer. Wow. Mein Social Tab ist toll. Ich habe mit Jody ein halbes Herz, das war's. Hast du Jody ein Geschenk gebracht oder was ist da los? Ich habe keine Ahnung, was ich mit Jody gemacht habe, dass sie sich so gefreut. Vielleicht habe ich jetzt Weihnachten noch was geschenkt, das kann sein. Mein soziales Tab, Evelyn 2, Robin fast 2, Linus 1, Clint fast 1, Zauberer 3 Viertel, Demetrius ein bisschen weniger, Mani. Also ich habe schon mit einigen was. Mhm, du hast mit einigen was, schon klar. Ja, natürlich, ich habe immer mit einigen was. Ich werde nur noch diese Ebene fertig machen. Auf 30 komme ich heute nicht mehr. So, einmal nach oben. Wie viel habe ich gefunden? 4 Iridium-Erze. Naja, nicht wirklich viel, aber wir sind 10 Ebenen weiter runtergekommen und das ist doch was wert. Und wir haben Blue Jazz Honey. Ja, du darfst nur die Blue Jazz nicht aus Versehen abernten. Ich werde es versuchen. Ich kann nichts versprechen. Das dachte ich mir fast. Kann man Mayonnaise eigentlich auch in den in diesen Fässern nachreifen lassen? Nein, Mayonnaise ist kein Instrument. Aber nein, kann man nicht. Mayonnaise nachreifen lassen, sag mal. Ja, weil die nur aus Gold bis zu Gold kam jetzt so. Ja, manche Sachen kommen nur bis Gold. Soll ich dir wieder was unten in die Tischkiste geschmissen? Ah, das ist in Ordnung. Das darfst du. So, wir haben sehr viele Void Essenzen, das stimmt. Die sind dezent häufiger. Das kommt da rein, das kommt da rein, das da rein. So, das Zeug für den Rest packt hier nicht rein, sondern ich werde erstmal ganz schnell schlafen gehen. So, Marvi denkt daran, nicht auf OK zu klicken. Ich denke daran, nicht auf OK zu klicken. Denn das war's schon wieder für heute. Wir haben nochmal ein bisschen Geld gemacht. 278, 87, wie auch immer. Und damit würde ich sagen, war's es auch für heute von Stardew Valley. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.